einen super Rechtsstaat und eine super Demokratie aufgebaut. Das ist das eine, woran wir uns erinnern, was wir können. Und das andere ist, dass wir ins Tun geraten, nicht nur ins ängstliche Abwarten, sondern dass wir gestalten, dass wir Putin durch Sanktionen schwächen, dass wir ihm zeigen, das Recht geht nicht einfach in die Flucht, sondern wir stehen dem Überfallenen bei, dass wir aktiv sind und dass wir, was die Politik betrifft und unsere Ängste unserer Regierung sagen, sagt uns, was ihr vorhabt und erklärt es uns so, dass wir zu euch Vertrauen gewinnen oder Vertrauen wiedergewinnen. Der Appell von Joachim Gauck im ZDF-Heute-Journal. Herr Bundespräsident, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur es zu sein, hat die großartige So gesehen strahlt es gerade heller denn je aus Teheran, Shiraz, Yazd und Isfahan, der Iran ein einziges Leuchten. Das Regime der Mullahs geht vor nach dem Lehrbuch für Despoten, mit Polizeiprügeln, Gefängnisstrafen, gedrosseltem Internet. Die Protestwelle bekommt es nicht in den Griff, im Gegenteil. Die Zahl der Demonstranten wächst und es geht längst nicht mehr allein um Kopftuch und Freiheitsrechte, es geht um das Regime selbst. Luc Weilhort mit mir. Ihr werdet uns nicht mehr los. Wir sind da, jeden Tag. Sprechchöre heute in Kermanschah, im kurdischen Westiran und in der Pilgerstadt Maschhad im Osten des Landes. Trotz brutaler Repression, trotz Internetsperren, finden sich täglich Tausende in vielen Städten zusammen mit dem Ruf nach Selbstbestimmung und Freiheit. Die Zahl der Verhaftungen steigt, vor allem unter Studentinnen und Studenten. Einige Hochschulprofessoren haben einen Unterrichtsboykott verkündet, bis die Studierenden wieder auf freiem Fuß sind. Blutige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei gab es gestern in Kaidan an der Grenze zu Pakistan. Die Behörden sprechen von mindestens 19 Toten. Die Wut der Bevölkerung entlud sich, als bekannt wurde, dass Tage zuvor ein Polizeioffizier eine 15-Jährige vergewaltigt haben soll. Die Machthaber versuchen unterdessen weiter, die Proteste kleinzureden. Sie machen Irans Feinde im Ausland verantwortlich. Diese fehlgeleiteten Jugendlichen werden doch von Amerika aufgestachelt gegen die Islamische Republik. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der General kündigte Rache an, massive Vergeltung für jeden Angriff auf Regimekräfte. Setzt auf Gewalt und Propagandaparolen. Das Parlament beriet gestern sichtbarstes Ergebnis. Pathetische Unterstützung der ultrakonservativen Hardliner für den Mann an der Spitze. Wir geben unser Leben für dich, unser Führer, skandieren sie. Ein Plan, sich konstruktiv mit den Forderungen der eigenen Bürger auseinanderzusetzen, wurde nicht vorgelegt. Die Probleme leugnen, das halten selbst viele Anhängerinnen des Regimes für keine Lösung. Auch hier wächst die Kritik am rigiden Kurs zur Durchsetzung des Kopftuchzwangs. Ich bin weder für noch gegen die Sittenpolizei, aber sie sind sicher ein Grund dafür, dass viele Frauen in Iran leiden. Auch wenn das Kopftuch Pflicht ist, sollte es auf keinen Fall in so unzumutbarer Weise durchgesetzt werden. Die Kopftuchproteste, so schwankt es einige im Apparat, könnten eine Lawine ins Rollen bringen, die die Islamische Republik am Ende unter sich begräbt. Sie greifen ja selbst Krankenwagen an. Jetzt geht es nur gegen das Kopftuch. Als nächstes verbrennen sie den Koran und dann brennen die Moscheen. Frauen, Leben, Freiheit, dafür gehen die Iranerinnen weiter auf die Straße. Es überfordert das erstarrte Regime der alten Männer mehr als alles andere. Es gibt heute Abend neue Hilferufe via Twitter aus Iran, die unabhängig von uns aktuell zu berichten sind. Darin geht es vor allem um die gespannte Lage an den Universitäten. In der Scharif-Universität in Teheran soll eine große Zahl von protestierenden Studenten eingeschlossen sein. Es seien Schüsse zu hören. Wir behalten die Situation im Blick. Aber erst haben wir weitere Nachrichten von diesem Sonntag mit dir, Heinz. Zur Situation in der Ukraine.
Im Süden soll es weitere Gefechte gegeben haben. Im Osten hat die Ukraine nach eigenen Angaben jetzt wieder die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Liman. Präsident Zelensky erklärte in einer kurzen Videoansprache, der Ort sei vollständig von den russischen Streitkräften geräumt. Und die ukrainische Armee wolle weitere Orte zurückerobern. Südöstlich von Liman, nahe der Front, bereiten sie ihre Waffen darauf vor. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat nach ihrem Besuch in der Ukraine weitere Waffenlieferungen für das Land angekündigt. Wie sie der ARD sagte, gehören dazu 16 Radhaubitzen für das kommende Jahr, die in der Slowakei produziert und gemeinsam mit Dänemark, Norwegen und Deutschland finanziert würden. In Brasilien schließen in diesen Minuten die Wahllokale. 156 Millionen Menschen waren heute aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Und zur Wahl standen der Amtsinhaber, der Rechtspopulist Bolsonaro, und der linke Ex-Präsident Lula da Silva. Der könnte laut letzten Umfragen 50% erreichen und so schon im ersten Wahlgang gewinnen. Bolsonaro, der in Umfragen nur bei 36% lag, streute im Wahlkampf Zweifel am Wahlsystem und gab an, das Ergebnis nur, wie er sagte, bei sauberen Wahlen zu akzeptieren. Nach Deutschland. Die AfD in Niedersachsen kämpft gerade mit auffällig vielen Austritten von Mandatsträgern, was aus zwei Gründen für die Partei jetzt hochproblematisch ist. Erstens, in einer Woche wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Und zweitens, die eigenen Leute lassen kein gutes Haar an ihrer bisherigen politischen Heimat. Was sie erzählen, geht weit über interne Querelen und zerrüttetes Vertrauen hinaus. Es wächst sich aus zu einem Skandal, in dem jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Bericht von Peter Kunz, Morten Nilau und David Gebhardt. Beste Umfragewerte für die AfD in Niedersachsen. Sie profitiert vom Krisenherbst. Siegerlaune hat der stellvertretende Landesvorsitzende Ansgar Schledde sowieso, seit sich sein Lager im internen Machtkampf durchgesetzt hat. Auch gegen den Richter Christopher Emden, der selbst einmal stellvertretender AfD-Vorsitzender in Niedersachsen war und austrat mit diesen harten Worten. Die Partei entwickelt sich zu einem Sammelbecken für Versager, Gangster. Für Menschen, die auf unterschiedlichen wirtschaftlichen Problemlagen kommen und versuchen, über Mandate und Posten sich wirtschaftlich zu sanieren, werden mit allen Bandagen gekämpft. Deshalb spreche ich von Beutegemeinschaft. Bis zu den Wahlen am kommenden Sonntag ist Emden noch niedersächsischer Abgeordneter. Einen sicheren Listenplatz für den nächsten Landtag hätte er bezahlen müssen, sagt er. Wenn ich kandidieren wollen, dann werde ich mir Stimmen kaufen müssen. Und ein Betrag ungefähr 4.000 Euro war im Gespräch. Angesprochen wurde ich von Herrn Schwelle, der ja eben die Kriegskasse verwaltet und wohl auch der Einzige ist, nehme ich an, der den Kontozugriff hat. Zahlungen, um einen Listenplatz zu bekommen und eine geheime Kasse geführt von dem Mann, der bei der AfD auf Platz 2 für die niedersächsische Landtagswahl steht? Ja, also kann ich Ihnen überhaupt nichts zu sagen. Er ist vollkommener Mumpels. Vielleicht jetzt das erste Mal und... Woher kommt das? Also? Dabei gehen die zu klärenden Vorwürfe noch weiter. Auch niedersächsische AfD-Kandidaturen für den amtierenden Bundestag seien so bezahlt worden. Mit monatlichen Abgaben auf ein Konto, über das Ansgar Schledde offenbar verfügen kann. Die Kontonummer liegt auch dem ZDF vor. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach Eingang einer Strafanzeige ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet. Weitere Auskünfte kann ich gegenwärtig dazu aber nicht erteilen. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD Niedersachsen fühlt sich verleumdet. Sein Ex-Parteifreund bedroht. Mir wurde unmittelbar nach meinem Austritt über einen Mittelsmann gesagt, dass wenn ich hier jemanden, der darauf verstrickt ist, zu nahe kommen würde, womit halt gemeint ist, mein Wissen kundtun würde, dann würde es einen körperlichen Angriff auf meine Person geben. Den AfD-Aussteiger stößt ab, wie die Gewaltbereitschaft in der Partei zunimmt. In einem Rundbrief des Kreisverbandes Nienburg-Schaumburg wird Bewaffnung in der Krise empfohlen. Wie man sich wehrt, am besten tötet oder plündert. Oh oh. So. Der Verfasser, immerhin stellvertretender Kreisvorsitzender, ist im niedersächsischen Wahlkampf-Endspurt dabei.
interessant, was sie so alles haben. Ne? Was ist denn das? Das weiß ich nicht. Das ist von Ihnen, oder? Ich werde Sie auch wissen. Ja, das versteht, dass Sie das geschrieben haben. Also, ja, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, aber ich möchte dazu jetzt keine Stellung nehmen. Also, kennen Sie mit Waffen ja gut aus, wenn Sie in Newsletter. Kenne ich mit schlechter Politik aus. Hm? Waffentipps und Streitigkeiten um eine vermeintliche Kriegskasse. Auch so sieht die Alternative für Deutschland in Niedersachsen aus. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, heißt es gern. Fußball kann furchtbare Folgen haben. Aus Indonesien kommen Meldungen heute von einer der schwersten Stadionkatastrophen der Geschichte. Es geht gar nicht mal um das Spiel selbst, es geht um Ausschreitungen danach, um einen aus dem Ruder gelaufenen Tränengaseinsatz der Polizei, um eine Massenpanik. 125 Tote, mindestens. Norman Rudi. Okay. Indonesien. Seit der Seite werden sie begraben, Brüder Ahmed und Mohammed. 14 und 15 Jahre alt. Wie sollen die Eltern das verstehen, die Geschwister? Es war doch ein Abend, den die beiden Jungs so sehr herbeigesehnt hatten. Sie haben Fußball geliebt, aber sie waren vorher wie kann auch dafür was? Mensch, Die Fans wollten die Spieler zur Rede stellen. Die Sicherheitskräfte mussten einschreiten, um das zu unterbinden. Dabei haben sie Tränengas eingesetzt, denn sie wurden angegriffen. Die Situation war geradezu anarchisch. Die Polizei feuert Tränengas auf den Rasen und, das ist besonders verhängnisvoll, auch auf die Ränge. Tausende Menschen wollen nur noch weg. Auf ihrer Flucht werden viele erdrückt, sie ersticken, Opfer der Massenpanik. Das Tränengas war überall. Viele meiner Freunde haben ihr Leben verloren, weil die Polizisten unmenschlich mit uns umgegangen sind. Es war schrecklich. Für Gästefans aus Surabaya hatte es keine Tickets gegeben, aus Sicherheitsgründen. Trotzdem war das Stadion überfüllt. 38.000 dürfen rein, 42.000 waren da. Warum? Eine von vielen Fragen. Ich ordne an, dass vorerst keine Spiele in der Liga ausgetragen werden. Erst müssen die Untersuchungen abgeschlossen, die Sicherheit verbessert werden. Ich hoffe, das war die letzte Tragödie, die sich im indonesischen Fußball ereignet hat. Denn Indonesien hat große sportliche Pläne. Im kommenden Jahr soll die U20-WM ausgerichtet werden. Die Ereignisse der Nacht aber sorgen für kalte Füße. Wir sind im Gespräch mit dem Fußball-Weltverband FIFA, damit uns keine Sanktionen treffen. Es dürfen keine übereilten Entscheidungen getroffen werden. Die FIFA muss uns erst anhören. Wir wollen ja aufklären, wie diese Tragödie zustande kam. Von der FIFA kamen heute Beileidsbekundungen, mehr noch nicht. Ein schwarzer Tag sei das für alle, die den Fußball lieben. Und da kann wohl keiner widersprechen. Das stimmt. Schöne Bilder. Jetzt Fußball, der wirklich Sport ist, mit dir eins. Ja, in der Fußball-Bundesliga, da gab es heute zwei Spiele. Hertha BSC und 1899 Hoffenheim haben sich unentschieden getrennt, 1:1. Und Schalke hat gegen Augsburg 2:3 verloren. In der Formel 1 konnte sich Max Verstappen beim großen Preis von Singapur heute nicht vorzeitig den Weltmeistertitel sichern. Er wurde nur Siebter. Über Platz 1 jubelte Teamkollege Sergio Perez, sein erster Grand Prix in Singapur. Max Verstappen hat nun in einer Woche in Suzuka die nächste Chance auf die vorzeitige Titelverteidigung. Heute hinter Perez auf den Plätzen 2 und 3 Charles Leclerc und Carlos Sainz. Und wie geht's weiter? Die kommende Woche nehmen wir traditionell jetzt in den Blick. Was wird wichtig? Hier ist Benjamin Wolowski. Am Dienstag wird Bundeskanzler Scholz mit den MinisterpräsidentInnen der Länder beraten, wie die beschlossenen Entlastungen im Energiebereich auch an die Bundesländer weitergegeben werden können. Die fordern lautstark, dass die Länder, die Unternehmen und die Privathaushalte mit den hohen Kosten nicht allein gelassen werden dürfen. Die ganze Woche über werden die diesjährigen NobelpreisträgerInnen bekannt gegeben. Am Montag für Medizin, dann Physik und Chemie
am Donnerstag Literatur und am Freitag der Friedensnobelpreis. Es wird die Woche der klugen Köpfe, die Welt braucht sie. Und am Sonntag wird Niedersachsen dann einen neuen Landtag wählen. Im letzten Umfang liegt Ministerpräsident Weil von der SPD knapp vor seinem Herausforderer Bernd Althusmann von der CDU und die Grünen dahinter auf Platz 3. Auch bundespolitisch hat diese letzte Landtagswahl des Jahres große Bedeutung. Der Sonntag wird spannend. Und noch zum Wetter. Es gibt aktuelle Unwetterwarnungen. Der deutschen Wetterdienste gewarnt wird vor eckigem Dauerregen in Regionen im Süden von Bayern. Ja, ist jetzt. Die Aussichten sind stürmisch um Nordwest. Und in den nächsten Tagen bleibt es nach Nebelauflösung überwiegend trocken und sonnig. Alle Herkompräsidenten bis zu 25. Ja, mit meiner sommerlichen Aussichten beenden wir diesen Nachrichtensonntag im Heute-Journal. Danke an Sie alle, dass Sie dabei waren. Morgen freut sich an dieser Stelle Maria Taslomka auf Sie. Und die nächste Heute Express gibt es um 0.30 Uhr. Von uns allen an Sie einen sehr angenehmen Abend. Tschüss. Kierowanie było prezydenta, nie? Kanclerzem. A on jest przed kanclerzem, ja mówię o kanclerzu. Kto jest kanclerzem? Który? Scholz. To jak wiecie, jak wiecie, jak wiecie. Ja, tak wiecie. Mogliby trochę więcej do Ukrainy wysłać. Das ist ein einfach Kult. Schau mal, dann sing schon. Das ist ja nichts so das Original. Exakt. Die Rosenheim-Cops mit 9 Folgen. Ab Dienstag 19:25 Uhr im ZDF. Hi, mein Liebes, schön, dass du mich nicht vollkommen vergessen hast. Mama, es gibt ein Trocken. Was ist passiert? Die Polizei glaubt, dass ich es war. Du hast nichts zu befürchten, nur keine Angst. Ich fliege hin. Es besteht ein Anfangsverdacht gegen Sie im Fall der Ermordung von Damian Kanu. Ich brauche deine Hilfe. Nach 25 Jahren. Warum sind Sie so sicher, dass der Dealer ihn umgebracht hat? Es war doch sonst niemand da. Keine der Überwachungskameras zeigt eine fremde Person, die in das Haus kommt. Du glaubst doch nicht, dass sie mich anlügt. Er ist nicht so stark, wie du glaubst. Meine Tochter hat ihr Studium geschmissen und arbeitet jetzt hier in Zagreb. Nicht sehr gewaltig. Ich komme zu euch. Was würde das ändern? Es gibt noch eine Möglichkeit, in das Haus zu kommen. Das könnte der Diener sein. Ich habe was Böses gemacht. Du glaubst, Anja verschweigt, dass sie den Typen kennt, der übers Dach gekommen ist? Sie war mit Leo zusammen. Er hat sie gezwungen, mit ihm zu schlafen. Lukas, du, was musst du? Du bist ja nie da. Egal, ob sie allen die Wahrheit sagt. Sie ist immer noch das Opfer. Hey, der Verbrecher. Sie haben es geschafft, ich habe es gelassen. Wir haben den Diener identifiziert. Hey, ist das so Ärger? Tak, tak, zaczyna się. So knapp an einer Unfallfahrt vorbei. Ansonsten nur Prellung und Blutergüsse.
Warte. Das ist doch. Zeig Pöppes Neva. Du kräftest dich, Benko, natürlich. Sortchecker, na, ja, Prüfung. Frau Dr. Ehrmann wird die Operation weiterführen. Das wird alles gut gehen. Man hat das Rutzfeuerchen. Ты смарт, так?